Samstagmorgen, 7.45 Uhr. Was heißt das? Richtig, es ist Zeit für Timo to go. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich befinde mich hier heute in Kalverschnacke. Derjenige, der hier heimisch ist, der weiß, was das bedeutet. Wenn ihr wissen wollt, was es heute zu sehen gibt, bleibt dran. Ja, ich bin heute nicht alleine unterwegs. Das Wetter ist da. Ich wünschte, es wäre schön, aber da kann man nichts dran ändern. Und natürlich wieder mit von der Partie, Reika. Ja, wie man sehen konnte, befinden sich hier auf dem Weg so einige Kunstwerke. Der ein oder andere mag den Weg erkannt haben. Es handelt sich hier um den Kulturweg. Der Kulturweg ist ein Rundwanderweg mit einer Länge von 7 Kilometern der Kategorie Mittel. Der Kulturweg, der wurde im Jahre 2007 erbaut, erschlossen, wie man es nennen mag. Seit diesem Zeitpunkt an wurden halt immer mehr dieser Kunstwerke, Skulpturen, wie man es nennen mag, erbaut. Und die befinden sich fast ausschließlich aus natürlichen Materialien. Der Weg eignet sich besonders gut für Kinder, weil durch diese Skulpturen, diesen Kunstwerken, kann man die Kinder immer schön bei Laune halten, sodass sie den kompletten Weg auch ohne irgendwelche Anstalten mitlaufen. Der Regen hat sich verkrochen, die Sonne ist rausgekommen, das Wetter ist jetzt richtig schön und auch warm. Ich habe heute Morgen extra hier meinen neuen Pullover angezogen aus dem Hause Revolution Race, den Elements Hoodie. Aus diesem Grunde, weil er wetterbeständig ist. Das heißt, er ist ziemlich dick gewebt, er hält gut warm. Er ist sogar, schützt sogar ein bisschen vor Wind. Und der ist sogar so imprägniert, dass er wasserabweisend ist. Und das hat sich heute Morgen echt bewährt. Also wirklich, ich bin sehr zufrieden mit dem Ding.
Für den Kulturweg gibt es keine direkte Beschilderung. Das heißt, man läuft quasi einfach nur den Kunstwerken nach. Aber man kreuzt natürlich auch bekannte Wanderwege, zum Beispiel den großen D, den Bigelisterweg. Und im Zweifelsfall kann man sich im Internet natürlich den GPS-Track runterladen und somit kann man mit jedem Navigationsgerät diesen Weg navigieren und ablaufen. Guckt euch diesen Würfel an, damit eine Runde Mensch ärgere dich nicht und das Spiel bekommt ganz andere Dimensionen mit so einem 150 Kilo Würfel. Ja, an diesem Rastplatz hier bin ich schon etliche Male vorbeigekommen, auch ganz häufig schon mit dem Jens. An dieser Stelle schöne Grüße der Jens. Wir haben ja schon häufig Pause gemacht, sei es morgens Frühstück oder sei es Mittagessen gewesen. Nur es hat sich hier einiges verändert. Hier war früher mal alles Wald, das ist mittlerweile alles abgeholzt. Aber schaut mal beim Jens auf den Kanal rein. Der große D oder der Bigelisterweg, da wird diese Bank auf jeden Fall drin vorkommen. Kilometer 7,2. Normalerweise wäre der Weg jetzt zu Ende, aber laut Navigationsgerät habe ich irgendwie immer noch 1,3 Kilometer. Aber so ist das halt schon mal. Ich denke mal im Internet, die 7 Kilometer ist so ein Richtwert und so ein Navigationsgerät. Wie genau das natürlich die Entfernung aufzeichnet, weiß man auch nicht. Auf jeden Fall schöner Weg bisher und die letzten 1,3 Kilometer werde ich ebenso genießen. Kilometer 8, ich bin wieder in Kalberschnacke angekommen. Ich werde jetzt hier meine morgendliche Runde beenden. Was soll ich sagen, es war wieder herrlich. Ich bin den Weg schon öfters gelaufen, immer wieder gerne. Und gerade heute, niemand ist mir begegnet. Ich bin wirklich komplett alleine gewesen. Das hat mich umso mehr gefreut. Ich bedanke mich auch, dass ihr dabei gewesen seid. Vielleicht kann der ein oder andere aufgrund des Videos den Weg auf seine To-Go-Liste setzen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage bis zum nächsten Mal. Euer Timo. Ciao.